Hallo und willkommen zurück zu Marvel Spider-Man. Weiter geht's mit den Forschungsstationen. Wir wollen ja die ganzen Forschungsmarken jetzt in den nächsten Folgen sammeln. Es sind ja noch einige. Ein paar können wir wahrscheinlich nicht machen. Da müssen wir erstmal die Fertigkeit ein bisschen hochkommen hier. Weil wir brauchen nämlich einmal Bodenschlag bei dem einen. Wenn wir Glück haben, ist es nur bei dem einen. Aber schauen wir mal. So, was haben wir Labor hier? wird die Wasserqualität überwacht. Jede Verunreinigung wird sofort gemeldet. Ich wollte es selbst überprüfen, aber man hat nie genug Zeit. Ich habe das Gefühl, Harry verschweigt mir etwas. Ich hoffe, es geht ihm gut. Es sind Fische an den Algen gestorben. Wenn ich sie nicht vernichte, gelangen sie in unsere Nahrung. Ich habe in Harrys Labor ein Virus entwickelt, der sie angreift. Aber ich brauche eine Probe der Algen. Ich muss zum See. Sofort. Gut. Moin. Erledigt. Ich muss die Zellwände aufbrechen. Und das geht auf die Schnelle nur mit Schwerkraft. Auf die Schnelle kann ich Schwerkraft nur erzeugen, wenn ich von weit oben runterspringe. Das höchste Gebäude hier ist Oscorp. Ein Labor wäre geeigneter, okay, aber ich habe keine Zeit. Okay. Bis dann, Spider-Man. Ach, wo war ein Oscorp da? Fertig. Dann gehen wir mal zum Oscorp. Bist du sicher, dass es so weit weg muss? Geschafft. Jetzt nur noch einmal. Ich bin nicht scharf auf ein zweites Mal, aber ich muss wohl. Was? Das mindestens 250 Meter hoch ist. Gehört das nicht auch Oscorp hier mit 250 Meter? Genug. Ja, doch, natürlich. Wir müssen aber irgendwo runterjumpen, wo wir freie Bahn haben. Mein, das war gut. Wenn ich mich nur nicht übergeben muss. Ich muss zurück zum See und das hineingeben. Okay. So, und es ist auf die Giftalge zugeschnitten. Es greift normale Pflanzen nicht an. Das hat was, denn ein Park ohne Pflanzen ist nur eine Baulücke. Ja. Gut, das hätten wir auch. Diesmal da nichts zu reden, gut. Dann gehen wir gleich mal weiter. Ach, da. Ja, ich spring ins Wasser. Ja, bei der Hauptmission haben wir, glaube ich, wieder ein bisschen Spaß dann mit dem Schocker.
Guten Tag. Ach Gott, hier geht's weiter. Elektronetz. 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 Oh, kann das sein? Elektronetz, warte mal. Hilfe. Elektronetz oder ist es an den Geräten? Ah, hier. Wir brauchen einen Elektroschocker. Ah, na, das ist ja nicht gut. Ja, okay, dann müssen wir das splitten. Den Elektroschocker müssen wir die Story weitermachen. Okay, dann müssen wir das splitten mit den Forschungsmarken. Können wir doch nicht alles machen. In einem Abwasch. So. Na, was will der schon wieder? Ich muss mich noch einmal gegen falsche Anschuldigungen von MacDonald, MacGargan, alias Scorpion wehren. Wie bereits dargelegt, habe ich das Experiment, ihm übernatürliche Stärke, Tempo und einen Satz. Keine Zeit für dich. So, was haben wir hier? Tauben, ja. Super. Okay, Pete. Das Labor hat Futterstellen, die Vögel anlocken und ihre Exkremente analysieren. Ja, du hörst richtig. Ich habe einen Abschluss im Vogeldreck testen. Im Ernst. Sie können Krankheiten übertragen, die für Menschen gefährlich sind. Wir müssen ihren Gesundheitszustand überprüfen. Weißt du, ich wäre so gerne hier, um mir deine schönsten Toilettenwitze anzuhören. Oh. Die Tauben sind mit einem gefährlichen Erreger der Vogelgrippe infiziert. Ja, super. Und er ist schon mutiert und kann sich auf Menschen übertragen. Okay, ich kann in Harrys Labor den Impfstoff herstellen. Ich muss mich beeilen, sonst mutieren die Tauben zu Ratten mit Beulenpest. Am besten verteile ich ihn an 3 Hauptmigrationspunkten. Zum Glück hat die Station die Info, wo sie sich befinden. Gut. Erster Migrationspunkt ist im Park. Die Vögel verteilen den Impfstoff an ihre Kumpel. Und das müssen wir natürlich verhindern, ne? Die Tauben dulden, dass ich durch ihr Gebiet fliege. Also schulde ich ihnen was. Ich wette, die Avengers kennen keine Vogeldreckmission. Nee. Glaube ich nicht. So, hier ist der Park. Los geht's. Der Impfstoff ist aerogen. Ich kann ihn also in die Bäume sprühen. Hey, Spider-Man! Wir brauchen dich hier nicht! Wir haben schon genug Probleme! Künstler werden immer besser. Tut mir leid. Okay, das ist geschafft. Jetzt noch 2. So, das ist hier in dem Park. Das Spray gefährdet keine Menschen oder Tiere, aber es heilt die Tauben. Oder löst die Zombie-Tauben-Apokalypse aus. Wo fehlt noch was? Hier. Oh. Und noch einer. Gott. Jameson macht da sicher was draus. Könnte mir Spider-Man versprüht Giftwolke vorstellen. Naja. Ich helfe Tieren gerne. Sie sagen nicht Landplage zu mir oder schießen auf mich oder so.
Ist es übertrieben, wenn ich Tierarzt zu meinem Lebenslauf hinzufüge? So, das ist nur ein kleiner Park hier. Hallo? Okay, das sollte schnell wirken. Ich scanne zur Sicherheit lieber ein paar Tauben. Geschafft. Keine Zombie-Tauben. Gut. Hätten wir das. Ah, der redet nochmal. Moin. Nikola Tesla hat hier Tauben gefüttert. Und Harrys Mom auch. Ich erinnere mich, dass sie uns hergebracht hat. Ich würde es gerne Harry erzählen, aber er reagiert nicht auf Anrufe oder Nachrichten. Fertig. Fertig. Gut, den konnten wir ja nicht machen. Okay. Gehen wir mal hier rechts lang. Ich muss nur gucken, dass ich nicht die Story trigger. Was haben wir denn hier heute? Okay. Hey Kumpel, die Station testet Feinstaub in der Luft. Es gibt sicher einen schicken Fachbegriff dafür. Aber im Prinzip ist zu viel davon schlecht. Die Messwerte sind besorgniserregend, aber inkonsistent. Wenn ich wissen will, was gespielt wird, muss ich die Emission in der Nähe testen. Aber ich habe andere Probleme. Das Entnahmegerät erkennt giftige Partikel. Das prüfe ich besser. Dann mach das mal. Das Dampfventil ist ein guter Anfang. Hier ist irgendwas drin, was da nicht reingehört. Mal analysieren. Gut, das können wir ja schon. Einmal und zweimal. Dann haben wir... Das und... Ne, das ist falsch, ne? Ne, das ist richtig, gut. Quecksilber. Quecksilber. In Verbindung mit etwas anderem. Keine Ahnung mit was. Das scheint sich nicht auf ein Gebäude zu beschränken. Es sind viele Menschen in Gefahr. Hä? Okay, wo denn? Ich sehe aber leider nichts. Wir 3, um nach Komponenten zu scannen. Ach so, okay. Was mir eine Probe davon wohl verrät? Dann hätten wir das zusammen mit... Warte mal, was muss weg? Das muss weg. Und das muss weg. Salpetersäure. Salpetersäure ist auch drin. Aber auch noch etwas anderes. Ich bin auf der richtigen Spur. Ich muss ihr nur weiter folgen. Das ist weiter verbreitet, als ich dachte. Das gesamte Viertel ist in Gefahr. Ja, ich muss jetzt nur mal gerade gucken. Das muss da hinten sein, ne?
Ja. Guck mal, was das dritte ist. Das stinkt zum Himmel. Mal sehen, was drin ist. Das ist das Falsche. Dann kommt das mal weg. Dann nehmen wir halt das hier. Zack. So, dann brauchen wir das. Das und das mit das. Ethanol. Wieso klingt das so vertraut? Ethanol. Warum hört sich das so vertraut an? Quecksilber mit Stickstoff und Ethanol. Ich muss weiter der Spur folgen. Wenn das vorbei ist, alarmiere ich die Gesundheitsbehörde, damit sie die Anwohner untersuchen. Ganz oben. Na, guck mal hier. Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Aus diesen Fässern lecken ätzende Chemikalien in die Kanalisation. Ich muss hier sauber machen. Schnell. Das Calcium und Silizium im Beton machen ihn zum idealen Absorptionsmaterial. Ich muss wohl ein Chaos anrichten, um das Chaos zu beseitigen. Einer weniger. Das Zeug einatmen? Nicht gut. Muss über diesem Zeug bleiben. Autsch. Okay. Nur noch ein paar Fässer mehr. So, dann haben wir hier. Das letzte. Da. Das war's. Wenn ich das Gitter mit Netzen versiegle, wird nichts mehr abgeleitet. So. Das hätte schlimmer enden können. Das ist ein guter Grund dafür, dass Harrys Forschungsstation offen bleiben muss. Verstehe ich. So. Gehen wir doch gleich hier runter. Ich bin jetzt nur gerade am überlegen, ob wir danach. Warte mal, ich guck mal gerade. Ja, machen wir so. Ich mache jetzt noch eine Folge erstmal mit Forschungsmarken wieder. Ich denke mal, dass es die 3 dann werden, beziehungsweise die 4. Und die restlichen machen wir dann einfach später, wenn wir dann soweit alles haben. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.